Hallo liebe Camper und Servus aus Bayern vom erst 2011 eröffneten Vital Campingplatz Bayerbach, der im Rottaler Bäderdreieck liegt. Von der Gemeindestraße kommend biegt ihr direkt in das Camping- und Thermenareal ein, bis ihr den Check-in-Parkplatz vor dem Rezeptionsgebäude erreicht. Hier werdet ihr bayerisch herzlich empfangen und erledigt die Anmeldeformalitäten. Danach passiert ihr auf der Asphaltstraße den Einfahrtsschranken, der von 13 bis 15 Uhr geschlossen ist. Durch die terrassenartige Anordnung des Geländes müsst ihr nach oben eine 20%ige Steigung überwinden, bevor ihr in die Kieswege zu den einzelnen Stellplatzreihen abbiegt. Euch erwarten hier rund 330 Parzellen für Tagesgäste, die ziemlich eben und teilweise durch kleine Bäume vom Nachbarplatz abgegrenzt sind. Das Besondere hier sind die verschiedenen Terrassenebenen, durch die man einen herrlichen und ungestörten Ausblick auf den gesamten Campingplatz und die Umgebung genießt. Wir haben uns deswegen für eine Parzelle relativ weit oben entschieden. Der Fußmarsch zum Hauptgebäude und zum Thermenbereich war deswegen natürlich etwas länger. Die Strom- und Frischwasseranschlüsse findet ihr an den Edelstahl-Versorgungssäulen. Für den Strom braucht ihr den blauen CE-Stecker, er wird nach tatsächlichem Verbrauch abgerechnet. Hier könnt ihr auch eure Chemietoilette entsorgen. Im obersten Terrassenbereich wurde ein Panorama-Feriendorf mit 14-urigen Ferienhäusern als Mietunterkünfte angelegt. In diesem Dorf gibt es sogar eine campingeigene Dorfkapelle. Auf dem Areal gibt es zwei Sanitärgebäude, eines im oberen und eines im unteren Bereich. Diese sind großzügig und modern eingerichtet und waren bei unserem Besuch ausgesprochen sauber und gepflegt. Hier findet ihr die Toiletten, die Duschen sowie die Waschgelegenheiten. Auch an Menschen mit Beeinträchtigungen wurde gedacht. Die allerkleinsten Gäste finden hier sogar ihren eigenen Badebereich. Ebenso sind hier die Abwaschmöglichkeiten, Waschmaschinen und Trockner sowie ein eigener Trockenraum untergebracht. Vor der Campingeinfahrt wurde der Müllplatz angelegt. Eine Wohnmobil-Service-Station findet ihr hier ebenfalls. Neben dem Rezeptionsgebäude steht ein großer, neuer und sehr rustikal eingerichteter Stadel, der abends als Event-Location dient. Hier gibt's jede Menge bayerische Accessoires zu bestaunen. Tagsüber dient der Stadel als Restaurant und Buffet mit gemütlichem Gastgarten. Ob am morgendlichen Frühstücksbuffet, an der nachmittäglichen Kaffee- und Kuchentheke oder an der Salatbar. Hier wird ständig für euer leibliches Wohl gesorgt. Für die kleinen Gäste wurde ein weitläufiger Kinderspielplatz mit diversen Geräten sowie einem Tischtennistisch angelegt. Lagerfeuerromantik verspricht die richtig große Feuerstelle. Wasserratten kommen bei den drei kleinen Naturbadeseen voll auf ihre Kosten. Als sehr familienfreundlich erweist sich die Tatsache, dass jeder der drei Seen eine unterschiedliche Wassertiefe hat. Sonnenhungrige können auf der großen Liegewiese entspannen. Insgesamt stehen euch hier rund 6000 Quadratmeter Wasseroberfläche mit vielen netten Details zur Verfügung. In einem Naturbadeteich ist man allerdings niemals ganz alleine. Gesellige Abende könnt ihr im bereits erwähnten Stadel verbringen und zu Live-Musik auf der Tanzfläche eine heiße Sohle aufs Parkett legen. Ein
Highlight ist der zum Campingplatz gehörende Thermen- und Wellnessbereich, der in einem separaten Gebäude untergebracht wurde. Im rund 1200 Quadratmeter großen Areal findet ihr eine moderne Saunalandschaft und ein Thermalhallenbad. Hier könnt ihr bei Massagen und Entspannungsbädern die Seele baumeln lassen. Eine Praxis für Physiotherapie wurde hier ebenfalls eingerichtet. Dieser Campingplatz besticht durch sein durchdachtes Gesamtkonzept sowie durch zahlreiche liebevolle Details und sein gepflegtes Ambiente.